zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, zusammen mit dem Mike. Wir sind hier in einer dunklen Ecke und an der Trizepsmaschine. Ja, wie schon bei der Bizepsmaschine erwähnt, die meisten mögen eigentlich keine Maschinen, um den Arm zu trainieren. Trotzdem kann ich es nur empfehlen. Hier können wir zwar nicht einarmig trainieren, ist nicht so gut hierbei, aber es gibt einen kontinuierlich guten Reiz auf den Trizeps, im Gegensatz zu Seilübungen, denn da haben wir im 90-Grad-Winkel, wenn das Seil nach oben schaut, die starke Belastung und unten dafür wieder nicht mehr. Wenn wir das Ganze im Liegen mit French Press machen, ist es ähnlich. Hier haben wir kontinuierlich eine Belastung drauf und das bringt den Trizeps richtig zum Brennen. Mike macht wie immer vor und danach bin ich dran. Bei der Maschine gibt es zwei Einstellungsmöglichkeiten. Rückenpolster, man kann so nah gucken, dass man wie möglich rankommt an die Maschine. Und natürlich die Sitzhöhe, wie immer. Mike stellt das relativ nah dran, weil dann hat er auch die Körperspannung dahinter. Und von der Sitzhöhe so, dass ihr ungefähr auf Schulterhöhe seid, dass da der Oberarm aufschaut. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Da können wir auch wenig mit dem Körper helfen. Ellbogen zusammen, das macht er schon ganz gut. Die zeigen geradeaus und nicht zu den Seiten. Und das hier wird vorher geschoben und nicht hinterher gezogen. Unten gut anspannen, langsam hoch. Und direkt wieder hoch. Ja, so ist gut. Nicht mit dem Körper helfen. Das macht er auch schon ganz gut. So isolieren wir das. Auch die Handgelenke bleiben gerade. Versucht mit dem Finger vor allem vorzuführen. Danke, das war's schon. Hier könnt ihr natürlich auch, wie bei jeder Maschine, wo Steckgewichte dran sind, hervorragend Strip-Sätze, Drop-Sätze und so etwas machen, wo ihr das Gewicht einfach runterstellt, danach weitermacht. Hier besonders darauf achten, es gibt wohl Spezies, die versuchen auch so zu benutzen. Ich muss hier ein bisschen höher. Ellbogen vorne lassen, dann geht es vor allem richtig schön auf den äußeren Teil des Trizeps und macht den Arm rund und dann hier runter. Auch hier gibt es höchstens bei der Einstellung von dem Rückenpolster da zu beachten, dass ihr mit dem Ellbogen auf dieser Gelenkshöhe, dieser Scharnierhöhe seid. Wenn ihr zu weit davor seid, könnt ihr das nicht mehr strecken, den Arm. Und wenn ihr zu weit dahinter seid, ebenfalls nicht. Hier gibt es ein gewisses Spiel, aber das hier sollte eigentlich mit eurem Ellbogengelenk einhergehen. Dann ist das hier im Prinzip parallel zu eurem Unterarm. Macht mal die Maschine, kann ich nur eben empfehlen, wenn die Trizepsmaschine da ist. Das war's von uns. Lasst ein Like da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal. Macht's gut und bis bald, euer Gotti.